Ich brauche viel, viel mehr Wasser zum Researchen. Die Alles, kriegen was da da aber drin irgendwie ist. keinen Schaden durch. Kriegen sie nicht? Sollten sie ja eigentlich. Also ich höre sie nicht Schaden kriegen. Bisschen Fallschaden ab und zu, aber mehr nicht. Reiß mal bitte. Naja. Ich mache hier mal ein Loch rein. Es kommt komischerweise auch nichts an, aber ich meine, ich kriege hier Items raus. Wo? Hier unten. Ach so, ja, ich sehe mal, ja, ich will gern bauen. Ich glaube, im Ritual darf nichts anderes drinstehen. Ich mach die mal alle kaputt. Ach du mal. Warum ist der Was? blöder Creeper? Au. Ja, komm, mach nochmal. Geh weg. Wo sind meine Invas-Bikes? Ach, da oben sind auch noch welche. Nervige Sägen. Ja, gut, ich mache hier wieder zu. Warum klappt das nicht? Ich glaube, im Ritual darf nichts anderes drinstehen. Ja, dann. Na gut, das klappt. Kannst du alles hier wegmachen. Ja, und wie halten wir dann die Mobs im Zaun? Das muss man sich nur überlegen. Ja, dann mache ich das Holz erstmal nicht weg. Einen drumherum bauen können wir ja ohnehin. Hast du nicht sogar so ein Wand gemacht? Nicht so ein Bett? So ein Bilderswand. Ja. Denk Habe mal, was ich? wir dafür verwenden. Was war das jetzt? Boah, warte mal, wie lange fliege ich noch? Ah, 15 Minuten. Ja, das hält eine Weile. Soll ich den Rest bei dir unten lassen? Ich glaube schon, oder? Ich schmeiß dir das mal hier hin. Ja. Hier, ja. Steht hier. Hier, links. Ach, da. Unter mir. Okay. Ja, dann zerstöre ich die Mobs mal erstmal oben, bis du das umgebaut hast. Ja, mach du mal. Boah, es ist geil, fliegen zu können. Nicht wahr? Oh ja. Wir brauchen da unbedingt wieder so einen Ring oder sowas zum Fliegen. Gibt's. Ist auch wieder so ein Sigil. Echt? Ja. Kostet das dann Blutmagie? Ja. Sehr geil, da habe ich ja genügend. Aus irgendwelchen Gründen, ja. Sigil of Flight heißt das, glaube ich, sogar, treffenderweise. Sigil. Whirlwind, könnte das sein? Create a bridge beneath your feet. Nee, das ist es nicht ganz. Dann keine Ahnung.
Ich weiß, dass es gab. Air Sigil und Phantom Bridge. Air Sigil, genau. Air Sigil, das wird das dann gewesen sein. Ja, das ist ja gar nicht mal so schwer. Das ist ja easy. Und dann muss ich einfach Rechtsklick machen und dann fliege ich, oder? Shift-Rechtsklick, ja. Wobei man das, glaube ich, eher in so eine Rüstung baut. Aber ich habe so gesehen echt keine Möglichkeit mehr, nach irgendwie an Wasser ranzukommen, ne? Also an Wasseraspekt. Zum Researchen. Haben wir nicht noch ein paar Notes? Die habe ich gerade schon alle gesetzt. Da habe ich meistens nur Luft und Feuer rausgekriegt. Okay. Ja, ansonsten analysiere Wassereimer. Habe ich doch schon längst. Bin ich so unglaublich dumm. Nein, ich meine Wassereimer durch das Kaputtmachtding jagen. Da geht der Eimer mit kaputt. Doch egal, ja, wir haben's doch. Dann kann ich ja wieder Eis nehmen, aber das da kriege ich immer aus einem Stack vielleicht 3 Punkte Aspekte raus. Das dauert so ewig. Also wir haben jetzt einen halbwegs sicheren Weg darunter. Halbwegs. Ja, Markus, wenn du mal so nett wärst, das Holz hier wegzuräumen. Ja, klar. Waffe jetzt immer noch. Achso, die Schilder gehen mit weg, okay. Nee, das fließt hier einfach nur raus. Achso. Aber die Schilder werden dann auch irgendwann mit weggehen. Ich hab dann mach was besser ausgehen, weil da irgendwas wieder nicht stimmt und da müssten wir erstmal durch die Wiki durchblättern. Au. Na komm. Ich meine, wozu habe ich denn das ganze Eis, was ich hier durchrütteln kann? Nun ja. Na gut, wenn du sagst offscreen, dann machen wir das so. Ja, oder fällt dir so spontan noch was ein, was man da machen könnte? Also ich weiß nur, dass in im Ritual selber nichts anderes drinstehen darf. Okay. Weil wie gesagt, Ritual können ineinander stehen, deswegen dachte ich, das können die Dinger auch so. Kann höchstens nochmal auf der Website ein bisschen rumgucken. Ja, oder so. Na, warte, ich schau mal. Das wäre eine Lösung. Wo kommt denn Messer Social Stone, ja? Als wenn ich das ganze Eis aus dem Wasser und Ordo kommen kann, dann krieg ich eigentlich gerade nur Ordo raus. Das ist. Boah. Naja. Dann sitze ich mal hier rum und schau zu, wie sich 3 Stacks Eis verwandeln. Kann ich das Ding eigentlich aufmachen? Ja, ne? Was? Ach, ne, ist gut. So, was haben wir sonst noch? Ja, erstmal mein Terminal aufladen, das ist fast leer. Und Frank, was treffst du gerade so? Ich rechne gerade. Was denn? Der ME Heat Vents wir brauchen. Ja, gerade am Bauen von diesen ME-Speicher-Ding. Ne, nicht Speicher, sondern Crafting-Dings. Mhm. Ich mach das jetzt 5x5x5. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben oder so. Naja, was halt ein Innenraum für viel mehr? Das wären 64 Sachen. Boah. Passt. 64? Meine ich doch, oder? Oder vertue ich mich da? Ja, wie machst du das? Der Innenraum.
wie viele Innenraumsachen, also Prozessoren und Panel Provider wir haben können. Ja, du musst dir von jeder Seite eins abziehen. Weil das ist schon die Außenwand. Ja, meine ich also, doch, 5x5x5 ist dann innen 4x4x4. Ne, 3x3x3. Hä? Ach ja. Du musst auf beiden Seiten. Ja, ist innen 3x3. Stimmt, ja, stimmt. Jo, das brauche ich aber noch. Boah. Hast du schon einen Imperfect Virtual Store? Ich habe sogar die normalen Ritual Stones. Die Imperfect Ritual Stones sind für die ganz, ganz schwachen Sachen. Ja, ja, genau, weil da kann man mit einem Block auf Lapis kann man Tag in Nacht verwandeln. Bestimmt jetzt nicht. Die Dinge habe ich nicht, die habe ich übersprungen. Oh. Und die sind ja nicht schwer zu machen, glaube ich. Printer. Da, Imperfect Ritual Stone. Nö, die kannst du auch selber machen. Du hast so eine Bleak Watt Orb. Brauchst du eine Stein Obsidian für? Ja, ne, ich war bloß ein bisschen interessiert. Achso. Ist okay, wenn du es dir machen willst. Nee, nee. Ah, ich bin zu blöd. Wir müssen auch noch Kupfer geben. Da ist Arbeit, da ist Kupfer. Und da ziehe ich die Agro. Eben da unten. Ach, kann es sein, dass die ganzen Golems so ein bisschen anders funktionieren als vorher? Wieso? Es steht nämlich nicht mehr direkt dabei, der kann nur tragen, der kann nur abbauen oder so. Das ist über die Animation Course jetzt geregelt. Bah, das heißt, man muss das zwangsweise. Ja, seitdem es die 6 Stück dafür gibt, standardmäßig, habe ich da noch nicht so mit gearbeitet. Ach so. Man muss zwangsweise was? Da irgendeine Core reintun. Ja. Okay, so kann man es auch machen. Wir können auch irgendwie ein paar Mobs reintun oder auch Tiere und die dann regenerieren lassen. Da gibt's auch ein Ritual zu. Jo. Müssen wir gar nicht da unten ranpacken. Gut, das bringt halt recht wenig im Vergleich. Nee, bringt genauso viel. Naja, zum Regenerieren brauchst du auch Energie. Achso, hm. Rupfer. Oh, Allialo. Du bist ein Riesenvieh. Also finden kann ich da jetzt spontan nix. Blöd. Schwierig. Hallo, Nacho Keeper. Unsichtbarer Nitro Creeper als Boss. Grauenvoll. Ja. Ich hab gerade Kupfer aus dem Augenwinkel gesehen. Und da ist nur Diamant. Den missbrauchen wir doch gar nicht. Das wieder Gold, das wir auch nicht mehr brauchen. Nope.
Ja, keine Ahnung, warum das nicht funzt. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr Holz abbauen, aber ich brauche eine normale Axt. Ui, Ender Pearl. Ja, hier. Was? Nix. Ich will, dass das jetzt klappt, also sauf ich nochmal Flieger Potion. Haben ja noch 4 Stück, ey. Gut. Ja, wann werden wir die wohl brauchen? Ach, ich sehe recht viele Möglichkeiten, die einzusetzen. Ach komm, Skelly. Tu mir einen Gefallen und verpiss dich. Wo kommt das? Oh. Nervig. Also irgendwie sind die momentan mehr Bassmonster als normale. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das liegt A daran, dass seitdem da die Strecke gebaut wurde, eine Reihe Fackeln fehlt. Und da deshalb Monster spawnen können. Nein, ich meine Nether. Das auch, aber hier oben spawnen ja auch ständig mit Monster. Erst baut er keine Sachen wieder auf. Ja eben, weil ich habe immer noch keine Fackeln und ich habe eigentlich gerade anderes zu tun. Ich doch auch. Und Frank steht rum und rechnet, blöd. Ich ja. Craft die ganze Zeit. Blöd. MI ist nicht gerade einfach. Craften ist ja das Schlimmste, glaube ich. Jagen wir hier mal ein paar Creeper hoch. Och, nein, das war zu viel. Ui. Jo. Ja. Hoffen wir, das war recht weit vom Fahren weg. Ich jag mal ein paar Creeper hoch. Pam, tot. Ja. Wie komme ich da jetzt an mein Zeug ran? Ja, okay, das liegt hier alles in. Ja, ich dürfte alles haben. Naja. Bisschen was. Natürlich genau die wichtigen Sachen, ne? Na, noch nicht ganz. Ah, ich bin so blöd. Blind? Warum? Blöd, habe ich gesagt. Blöd bin ich. Was blöd bist du? Hochdeutsch bitte, mehr verstehe ich sonst nicht. Blöd. Ja, du, das habe ich mal zusammenreimen können. Dann frage ich mich, wo mein ganzes Zeug gelandet. Ah, hier hinten in der Ecke ist auch noch was. Hier noch ein Schwenk und da noch ein paar Prisen. Ja, wichtigste habe ich wieder. Brauchen wir übrigens Gas-Tiers? Ja, wenn nicht schlecht, denke ich. Ich habe jetzt 3. Schau, ich brauche noch. Ich bin knapp über der Hälfte, boah. Spitzhacken dauern auch Ewigkeiten, bis die mal auf dem fünften Level sind. Jo, alles gerettet. wie viel Nethercob haben wir oben eigentlich noch? Ich hab gar keins. Wir brauchen noch 2. Sekunde, ich guck mal. Nethercob an 7 Stück.
Wunderbar, ach, dann submitier du mal, ich komme wieder zurück. Boah. Okay. Warum fließt hier jetzt Wasser durch? Ach, weil ich alle Seins zerstört habe. Okay, ihr könnt claimen. Moment, ich möchte erstmal aufhören zu brennen und dann hier auseinander rauskommen. Endothermic Pump, ne. Oh, Laser Drill Precharger, warte, geil. Moment, ja genau, zwei... Einer soll die Precharger nehmen und die anderen nimmst dann die Reward Bags. Weil eine Endothermic Pump haben wir schon, die ist auch nicht sehr schwer zu machen. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Precharger, aber ich bin schon gerade da. Also dann nehme ich die rechte Reward Bag. Die ist... Greater. Ach komm, wir haben da jetzt einen Creeper hochgejagt. Dumme Skellies. Oh, Ender Quarry, geil. Jo. Noch mehr Augmented Capacity Runes. Was? Augmented, ja. Ach ja, gut, die okay. Kann ich dann wahrscheinlich verwenden. Falls wir dann mal einen Level 5 Altar brauchen.